Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer kleinen Demo, und zwar spielen wir heute Danny's House. Und wir gucken uns vorher nochmal kurz die Storyline dazu an, und zwar: You have been hired by your neighbor Mary to watch her dog Ginger late on night during a thunderstorm. Also, wir sind beauftragt worden von unserer schönen Nachbarin Mary, auf ihren Hund aufzupassen während eines Gewitters. Und das tun wir jetzt. Mal gucken, was uns da so Schönes erwartet. Da ist der Hund. Oh. Oh, der ist aber süß. So, mal kurze Randinfo für euch, ne? Also, Stevie ist ja auch, wenn der Hunde sieht, ist bei ihm ja auch, Hunde ist auf jeden Fall. Aber wenn ich einen Hund haben wollen würde, ja, wäre das, also diese Rasse, genau mein Favorite. Ja? Turn on the lights. Also, ja, der ist doch schon an. Habe ich hier noch irgendwo andere? Lots. Du bist ein feiner, bist du? Ein ganz feiner. Ich wollte den Fernseher nicht ausmachen. Okay, also müssen wir jetzt überall Lichter anmachen? Ich sehe hier nichts. Warte, das könnte ein Lichtschalter sein. Yes. Irgendwo habe ich gerade was gehört mit... Put the dishes away. Okay. Geschirrspüler? Gibt's hier sowas? Ich hab doch gerade noch was gesehen. Ah. Das ist alles sauber. Muss man doch immer erstmal ihm sagen. Flup. Jetzt mache ich ja auch noch den Haushalt. Nicht nur, dass ich auf den Hund aufpasse für die Mary. Ich meine, also die Mary muss schon eine gute Nachbarin sein, ne? Also wenn ich das hier mache für die Mary. Dann erhoffe ich mir vielleicht auch mehr. So, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, haben wir hier noch eine Notiz. Thank you again for agreeing to watch Ginger tonight. She really seems to hate bad weather, so I'm not too sure how she'll react to the storm later. I hope she doesn't give you too much trouble. P.S. I had to leave in a rush earlier, so there are some dishes in the kitchen. I didn't have time to put it away. If you clean up a little for me, I'll pay you extra. Thanks again and please make yourself at home. Mary. Mary, du... Achso, man hält es auch einfach. Okay. Also wegen der Bezahlung macht ihr mal da jetzt nicht so einen Kopf, weil... Was? Lass uns da einfach essen gehen. Also, so ein kleines Date. Da sehe ich mich. Ah. Schauen wir uns erstmal in einer fremden Wohnung vor allen Dingen. Schauen wir uns erstmal ganz in Ruhe um. Wir könnten jetzt hier Schach spielen. Müssten mal gucken, wo das... Alter, das hat aber auch eine Riesenwohnung. Was ist das denn für eine Monsterwohnung? Okay, wenn du Mary bist, dann auf gar keinen Fall will ich ein Date mit dir. Was? Ach so, und die Dishes soll ich auch alle wegräumen, oder was? Nee. Hä? Put the dishes away. Habe ich doch gemacht? Nee, da ist noch ein Cup. Und jetzt? Hä? Also, da oben steht, ich soll die Sachen wegpacken. So, gehe ich hier rein, spawn anscheinend immer wieder Tassen neu. Warum auch immer. Und ich kann nichts machen. Und hier ist einfach dunkel as fuck. Und ich habe eine Sprintanzeige da oben. Gefällt mir schon mal gar nicht gut. Okay, dann gehen wir mal hier hinten hin. Wow. Das ist aber ein krasser Flur. Okay. 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 Das ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer. Das sieht sehr aus wie das Badezimmer. Das finde ich aber auch krass, dass du für den Licht musst du einmal quer durchs Badezimmer, um den Lichtschalter zu aktivieren, und du hast noch nicht mal... Du hast noch nicht mal einen Spiegel.
Was war da gerade? Irgendwas hat doch hier gerade... Someone is calling. Hey, it's me, Mary. I just saw the news and it looks like the weather's going to get a little worse over there tonight than we thought. Would you mind letting Ginger out in the backyard one more time really quick before the storm starts? Stay safe tonight. I doubt you'll lose power, but just in case you do, there's a key in my bedroom that goes to the breaker box downstairs. Thanks again for all of your help. Also, ich muss sagen, die hört sich nicht sehr... Komm, Ginger. Nicht sehr, nett an. Ginger. Hä? Ginger? Ginger, komm mit, komm. Ja, yeah, komm. Hä? Wie kann ich denn jetzt den Hund da rauslassen? Ich kann ja jetzt hier nicht einfach... Als ob. Ja, komm, mein Kleiner. Ja, komm. Ja. Ja, ich kann nicht raus. Ginger kann raus, aber ich nicht, oder wie? Ja, ist mir egal. Glaubst du, ich war jetzt... Also, ich gehe doch jetzt nicht zum Telefon, wenn der Hund noch da draußen ist. Ach, scheiße. So, jetzt pass auf, jetzt gehe ich hier ran und der Hund ist weg. Mary again. Sorry to call you back, but I forgot. There are some dishes in the dining room that I forgot to put in the sink. Could you get them for me? Okay, ja. Bye now. Hundi. Oh, Ginger. Ginger, hier ist nichts passiert. Did you leave the... What? Was stand da? Chat, was stand da? Did you... Was? Oh, ich kann auch jetzt auf den Chat nicht eingehen. Verdammt, ich sehe ja nichts. Oh, jetzt muss ich das hier wirklich einzeln machen? Ist das jetzt euer beschissener Ernst? Kann ich die Teller nicht einfach übereinander stapeln? Geht das nicht? Alter, jetzt jeden Teller einzeln. Ernsthaft? Sowas nenne ich echt Unproduktivität hoch 5. Warum? Meine Fräse. Oh, das hat mich aber gerade auch ein bisschen gekriegt, ne, das Gewitter. Muss ich auch, bin ich, ne, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt da sage. What the fuck? Ist jetzt jemand reingekommen? In meine Bude? Also, ist ja nicht meine, ist ja die Bude von meiner Nachbarin. Ist ja Mary. Mary had a little lamb. Fällt mir dazu nur ein. Gib mir doch mal die Tasse. Gib die mir. Gib. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Hello again, Thurl County. A report has just come in from the State Weather Service that we have a confirmed tornado on the ground near the border of Griffin County. Tornado, ja? Advised to stay away from windows and to keep an eye on the news for future updates. Okay, sie hat auch irgendwas gesagt mit, ihr Schlüssel ist doch irgendwo versteckt, oder nicht? Also, irgendwo hat sie doch gesagt, Flip. Wo ist der Hund? Ach, hier geht's jetzt auf einmal. Hund? In Basement? Wo ist jetzt der Hund? No! Hundi! Wo ist denn jetzt unser Hund? Was ist da denn für ein Schrank? Hundi? Nein. Ist der Hund jetzt weg? Mach doch nicht sowas.
Hundi? Hundi? No. Der Hund ist weg. Ey. Also wenn jetzt mit dem Hund irgendwas passiert ist, Freunde. Denn alt-F4 ich hier das Spiel. Also da ist ja, da kennen ja Stevie und ich beide keinen Spaß. Was das angeht. Aber ich hoffe, es ist einfach nur ein Bug. Find the key to breaker box. Ja, aber es war doch in ihrem Schlafzimmer die key in the breaker box, oder nicht? Hast du doch vorhin gesagt. In our bedroom, also in her bedroom. Aber wo? Okay, hab's gefunden. Dann gehen wir wieder zurück. Und machen das mit der Sicherung. Mit der Baker Brox. What? Was war das denn jetzt? Aber Hundi ist auf jeden Fall noch da. Okay. It sounds like she's in the bed. Wer ist er denn jetzt auf einmal? Fight Ginger and leave. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe das Spiel gebrochen. Hä? Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, doch. Oh Gott, jetzt ist er da. Where do you go? My love. Oh, where do you go? I wanna know. My love. Ginger? Are you here? Nope. Inside the house. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't. Okay. Also wir müssen auch noch Ginger finden und Leaf. Und wir wissen, sie ist nicht im Bedroom. Wir wissen, sie ist nicht im Badezimmer. Und wir wissen, sie ist nicht in diesem kleinen Schrank. Das heißt, wir haben ja nur noch eine einzige Tür, die wir nicht ausprobiert haben. Oder müssen wir jede Tür einmal öffnen? Weil... Von irgendwo kommt der, dieser Johnny hier. Also gut, sagen wir mal, wir gehen erstmal ins Bedroom. So merken, hier ist er nicht. In the hall in the closet. Also wir müssen wirklich den Dingern irgendwie nachgehen. Okay. Gut, dann machen wir hall in the closet. Ist er auch nicht. So, jetzt muss ich in the bathroom. Cool. Bathroom ist er auch nicht. So, wo jetzt? In the dining room. Kommen wir jetzt einfach hier raus? Nee, können wir nicht. Ach, scheiße. Wait a second. So knapp. So knapp hätten wir es geschafft. So knapp. Aber okay. I have this movement. Also now we can do it. We can do it. So, hier ist eine Nische. Kurz warten. Closet hallway. Kann er jetzt eigentlich auch hier rein? Oder ist es hier ein safe place? Ich würde sagen, es ist ein safe place.
Bin ich jetzt hier drin? So, okay. Wir warten kurz. Okay, wir warten gleich nochmal kurz. Ja, wir müssen ganz kurz warten, bis er hier vorbei steppt, damit ich in the bathroom komme. Ja, komm. Alter, dass ich hier aber auch nicht dahin komme, wo ich hin will. So, bathroom it is. Jetzt gehen wir ins dining room. Ich hab doch gerade noch gehört, wie der Hund doch da beim... Achso, ey, komm. Alter, das ist ja jetzt hier wohl... Das ist ja jetzt... Das war jetzt aber... Das war jetzt eine fiese Nummer, Freunde. Ich sehe nichts. Ja, moin. Dankeschön für diesen Sound. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Gar nichts. Ich kann gar nichts sehen. Das war aber jetzt not so nice. Der hier? Was? Ich kann... Ich hab auch keine Tasche... Nichts mehr. Nichts! Ich komme hier auch nicht durch. Hallo? Ginger, ist ja okay. Ja, nee. Freunde, das war ein schönes Spiel. Kurz, knapp und knackig. I don't get it. Ich kann nur die Tür aufmachen und rauszukommen. Daher, ja. Ich hoffe, ihr hattet da noch ein bisschen Spaß. Auch wenn wir das Spiel nicht komplett gelöst haben. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Und ich sag bis dahin erstmal, reingehauen.